wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal auf Augenhöhe. Wir machen jetzt eine Kürbissuppe mit Kokosmilch. Ich hoffe, ich habe Kokosmilch. Kokosmilch? Ah, okay, Kokosmilch und Fleet ist noch haltbar. Jawohl, sehr gut. Ja, Leute, Kürbiszeit. Und was isst man im Herbst so übelst übertrieben? Gerne Kürbissuppe. Und ich dachte mir, ich experimentiere. Wir haben gestern unseren Kürbis gekauft, wollten zusammen eine Suppe machen. Ich dachte mir, nein, ich überrasche meine Familie, denn Kochen ist einfach so ein Talent von mir. Da passieren immer ganz schöne Sachen. Meistens die Sachen, die sonst so den ganzen Tag oder mein ganzes Leben mir erspart bleiben. Es ist schon mal eine Pfanne explodiert, ohne dass ich Wasser reingeschüttet habe. Ich habe keine Ahnung, von wo das Wasser herkam. Auf einmal hat mein ganzer Oberkörper gebrannt und ich bin so froh, dass ich davon keine Narben getragen habe oder trage. Auch so, ihr habt ja gesehen, ich wollte Waffeln machen, also was ganz Einfaches, und ich krieg's halt nicht gebacken, und deswegen dachte ich mir, machen wir heute eine Kürbissuppe. Das Rezept habe ich übrigens von kochbar.de. Kürbissuppe mit Kokosmilch. Ein Haken hat der ganze Kram heute, und zwar, ich habe keinen Ingwer. Wir werden jetzt zusammen kochen. So, ich habe meinen Kürbis schon gewaschen und würde sagen, wir fangen direkt an zu schnippeln. Ich habe halt kein Messer, ne? Wir hatten von Ikea, das ist auch von Ikea ein Messer, so ein Set uns gekauft. Und ob ihr mir das glaubt oder nicht, die sind einfach hier kaputt. Haben wir eine Axt oder so? Seht ihr, da geht schon los. Ich kann nicht mal einen Kürbis... Vor allem, wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist schlimmer wie... das ist tödlich, was ich hier tue. Ich brauche ein Messer. Ich brauche verdammt nochmal ein Messer. Ein Messer. Selbst ein WMF-Messer hält da nicht durch. Schlimm. Ja, wie soll ich denn das schaffen? Das macht ja jetzt gar keinen Spaß. Das Ding ist, ich will eigentlich jetzt noch nicht sterben. Aber ich habe so das Gefühl, mein Leben endet heute hier. Das Messer kann man biegen. Ich hatte Steinschalosch. Okay, ich glaube, ich habe was. Kann man diesen Kürbis überhaupt essen? Also... Da stand zwar Fukushima-Kürbis. Ah! Gibt es irgendwie eine einfache Art, mit stumpfen Messern einen Kürbis zu besiegen? Oh. Guck mal, ich habe jetzt vielleicht 5 Minuten... Oh, Sonnenblumenkörner. Ich sage immer Sonnenblumenkörner. Der Kürbis stirbt nach Durchfall. Also das mit dem, es ist ganz einfach, machen wir uns Spaß. War ja auch nicht anders zu erwarten. Ich meine, ich habe euch ja gesagt, dass ich sehr gut im Experimentieren bin, und deswegen kommt daher bestimmt hier ein Maulwurfkuchen raus und nämlich gar keine Kürbissuppe. Das Ding ist halt, die Schale ist so... Ich muss der Chris nachher machen, ich schaff das nicht. Okay, wir gehen dann über und kommen nachher nochmal hier zusammen. Da werden wir dann bei Part 2 nach gefühlten 5 Stunden. Ich habe den Kürbis nicht klein bekommen. Der Chris hat ihn mir jetzt klein gehackt. Jetzt werden die Karotten geschält und klein geschnitten, und dann gehen wir rüber und dann geht's los. Jetzt sind wir an der Herdplatte angekommen. Hier habe ich jetzt meinen Kürbis drinne und die Karotten. Als allererstes machen wir Kokosöl rein und werden dann das Ganze mal ein bisschen anbraten und gießen das dann auf mit einer Gemüsebrühe. Jetzt kommt ein ganzer Haufen von dem Kokosöl mit rein. So sieht das jetzt aus. So, und was bei mir nicht fehlen darf, was ich aber mal wieder vergessen habe, ist eine Knoblauchzehe. Die geben wir einfach mit drauf und dann verrühren wir weiter. Diese drei Sachen werden wir jetzt hier noch mit reinmachen. Aber da davor lassen wir das Ganze jetzt mal so auf halb niedriger Temperatur. So, jetzt haben wir das Ding hier püriert, soweit es ging, und haben unseren Standmixer kaputt gemacht. Jetzt geht's weiter mit Kokosnussmilch. Jedes kleine Kreisel, jedes immer zu.
Du bist so süß. Und ein wenig von Kokos Cousine. Jo, jetzt tun wir das Ganze nochmal ganz leicht aufkochen, dass das alles schön miteinander vermengt. Und dann kommt noch von unserem Salz mit rein und dann ist Ende Gelände.